Ja, huhu, hier wieder beim Koali und beim Lesrak Dark in the Secret World. Jo. Wir sind auf dem Dach von einer Tankstelle, wie romantisch. Und suchen hier eigentlich ein Haus, wo ein Informant von einem ziemlich durchgeknallten Romaneschreiber wohnt. Warte mal, was ist an auf einer Tankstelle romantisch? Naja, stell dir mal vor, auf der Tankstelle, obendrauf. Ja, wenn wir hier eine Decke hätten, ein Picknickkorb, vielleicht ein paar Duftkerzen, die nicht mal nach Vanille riechen, dann vielleicht. Ist dir eigentlich schon mal aufgefallen, wie viel das Benzin hier kostet? Ja. 0,0. Ja. Wir dachten immer. Und 666 natürlich, aber gut. 666, ja. So, ich habe hier ein paar Zombies. Ja, ich weiß. Oh, da noch mehr. Den kann ich hier auch mitnehmen. Okay. Ich muss jetzt auch mal ein bisschen die Pistolen-Skills aufbauen, damit du dann auch was für einen neuen Skill hast. Aber der wird ja nicht lange drin bleiben, das Skill, glaube ich. Oh, mir ist gerade eine Kombination eingefallen, die ich dir mal vorschlagen wollte. Oh. Was denn? Bei den Pistolen hast du einen Bündelungsangriff als Ressourcenmacher. Moment. Also, ich weiß nicht, ob du den geskillt hast, aber Das Geschäft habe ich jetzt im Moment, aber nein. Ja. es gibt einen, Ja. der. Oh, das Wissen. Wo ist Wissen? Ja. Oh, bei den Zombies. Ja, also, das ist ein Bündelungsangriff. Das bedeutet, der macht eine Sekunde und in der Zeit macht er viermal Schaden. Ja. Und es gibt einen Passiver, der sorgt dafür, dass wenn du einen Bündelungsangriff abschließt, dass du dein Defensivziel heilst. Und jetzt Okay. kommt das Gute, das erzeugt für alle Sachen Ressourcen. Ich Okay. persönlich finde, das ist sehr gut für Heiler. Weißt du, dann machst du den, um die Ressourcen aufzubauen und kannst dann die Ressourcenverbraucher von den Heilungssachen benutzen. Also. Ich gucke jetzt gleich mal, was das ist. Warte. Ja, ich hole. Bei den Pistolen, sagst du, ja? Ja, bei den Pistolen. Aus dem inneren Ring, wahrscheinlich aus dem äußeren Ja, aus Ring, dem ne? äußeren Ring. Der heißt reizbar. Also der ist ganz unten beim äußeren Ring. Reizbar, ja. Braucht für jede Ausgründung einen Bündelungsangriff? Ja, okay. Und dann Bündelungsangriffe besteht die Chance auf kritische Treffer. Wo ist das andere Bündungsangriff? Das muss ja ein passiver sein, dann, Ja, ne? ein passiver. Ach ja, ich bin hier Dings. Scheiße. Ach Mist, ich kann nicht nachgucken bei dem einen. Bündelung, 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 nein. Klingwaffe. Ach hier, immer wenn Sie das kanalisieren oder Bündungsab, führen Sie einen WBACA durch, der einen negativen Effekt von drei Verbündeten Das ist säubert. gut, aber nicht das, was ich meinte. Das war woanders. Okay, das war's dann schon mal Also nicht. entweder ist er bei Pistolen, bei Blutmagie oder bei Schwertern, weil die haben alle Bündelungssachen. Da auch nicht. Hier auch nicht. Gewährt allen Gruppenmitgliedern einen positiven Effekt der bei Effektivität der Heilungs. Das könnte ich eigentlich mal nehmen hier. Vielleicht später. Gut, bei Klingen oder was? Anders gucken wir später nach. Ja. Das ist ja langweilig für den, für die Zuschauer Ja, aber ich hier. dachte mir, das wäre vielleicht ein guter Ressourcenaufbauer. So hast du dann mehr für Ressourcenverbraucher Platz. Ja, das Problem ist, dass der in einem Baum ist, wo ich eigentlich nicht rein muss, ne? Dann später, für wirklich effektive Sachen musst du später in Und einen. das Geschäft macht auch für alles was. Naja. Ja, aber da dachte ich halt an dich bei der einen Sache. Mit den Bündelungen. Ja, warte mal. Ne, das andere war Salve, ne? Was ich jetzt hier gerade. Ja, Salve. Lalala. Ich glaube, das hier ist das Haus. Ich habe schon hier den. Da ist das Fenster und Ja. da ist die. Ist das ja zweitklügste Person, mit der ich hier zu tun hatte. Und bevor die Zuschauer mich in der Luft zerreißen wegen dieser Aussage, ich muss ihnen ja noch Luft nach oben lassen. Warum sollten sie dich zerreißen? Ja, weil ich nur sage, die zweitklügste Person. Ja, ich denke nicht daran, an die Fans jetzt. Ich denke an die Fans, die in Zukunft deine alten Videos unbedingt sehen wollen. An die denke ich. Die Also. werden mich, dann kommen wahrscheinlich auch ein, zwei Fanatische dazu, die mich dafür in die Luft zerreißen würden. Ah,
Quatsch. Ja, ich sag's dir, du wirst ja irgendwann ganz berühmt. Ich gucke wirklich sehr, sehr viele Let's Play. Und ich bilde ihm ein bisschen Ahnung davon zu haben. Alles einsammeln! Einsammeln! So, hier gibt's einen Code. Oh. Jetzt müsste man natürlich wissen, was der Code ist. Stand vielleicht was in dem Buch am Anfang? Also die Nachricht, die wir gelesen haben? Das Haus auf dem Foto, von welche Informationen der Mann auch einen Zugang finden. Bild anzeigen. Nein. Das ist das Bild. Vielleicht gucken wir mal über Sam Creeks Dingenskirchen nochmal auf der Homepage nochmal nach. Sam Creek sightings.wordpress.com. Ich finde das beim Bild auch so geil, da sieht er so richtig begeistert aus. Ja, es hat was, es hat was. So, bla 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 bla. Es muss ja irgendwas auf dieser Seite sein, ansonsten. Ich schaue mich in der Zeit noch mal ein bisschen beim Haus um. Ja, mach das mal. Breakfast Special with Strings. Du hast übrigens schon wieder dein Mikrofon-Dingens-Teil. Müsste jetzt wieder weg sein. Ja. Ist vierstellig, das weiß ich schon mal. Ja. Vielleicht das Jahr, wann sie sich getroffen haben? Ich meine, da schien ja ein Fanatiker von diesem King zu sein, der Typ hier. Muss ja auch psychologisch in die Sache rangehen. Versuch mal 2012. Okay. Nein. Also hier stehen ein paar vierstellige Nummern auf der Seite. Die können wir jetzt natürlich alle ausprobieren, ne? Das ist nicht so einfach. Green Ghost, Lighthouse, versuch mal 1987. Nein.
Auch nicht. 1986? Nein. 1984? Nein. 1983? Nein. 1986? Nein. 1999? Nein. Zweitausendeins? Nein. 2006? Nein. Gruselig, aber nein. Was waren all die Zahlen, die hier stehen? Wahrscheinlich haben wir irgendwas absolut übersehen. Übersehen, ja. Dann greifen wir doch mal zu Trick 17. Trick 17, bist du dir sicher? Ja. Und suchen. Achso, ich dachte, du wolltest jetzt mit einer Atombombe aufspringen. Nee. Also der andere Trick 17, okay. So. Stufe 4 sind wir ja, ne? Ja. 4 von 5. Oh Gott, wie soll man denn da drauf kommen? Wieso, was, wie? Moment. Also ich weiß nicht, wie man da drauf kommen soll. Mhm. Aber man soll sich die Bücher angucken. Habe ich jetzt ja auch gemacht. Und dann soll man auf den Covern Zahlen suchen, welche ich auf dem besagten Cover nicht finde. Und dann, es sind die letzten 4 Stellen der ISBN von Resident Horror. Das ist ein Scherz. Wie soll ich denn da drauf kommen? Das ist, also die ISBN ist hier angegeben. Guck jetzt mal in Full Size, gucken, ob man da irgendwelche. Okay, kann man nicht. Also zumindest funktioniert es nicht. Aber gut. Das ist dann 8237. Darauf wäre ich jetzt nicht gekommen. Ja, geschafft. Ja. Okay. Gut. Meinst du, irgendjemand hat das geschafft, ohne das so zu machen? Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, wie man darauf kommen soll. Ehrlich gesagt. 8, 2, 3, 7. Also rein da. Männerhöhle. Huhu. Übrigens, später werden die Solo-Dungeons weitaus weniger. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich das gut oder schlecht finden soll. Schlecht, weil die, die da noch kommen, sind da richtig übel.
So. Zugriff. Passwort eingeben. Nochmal mal Hint. Das Fuku-Lautsche Pendel gebunden. Deutsch 1989. Deutsch? Oh ne, Moment. Ingame. So, jetzt suchen wir mal. Das Foucault'sche Pendel. Jetzt gucken, was es da so gibt. Ja, komm hier weg. Gibt's nicht? Googeln wir es noch mal. Okay. Müssten wir ja eigentlich wissen, ne? Aber Google will der nicht aufrufen in dem Webbrowser hier, im Game Webbrowser. Dann muss ich es extern machen. Du hast jetzt zwei Bildschirme. Ja, das Foucault'sche Pendel von Umberto Eco. Okay, kannst du buchstabieren? Ja, der ist Umberto Eco, müsstest du eigentlich kennen, oder? Nein, ich bin ein sehr ungebildeter Mensch. Ziemlich bekannter Ich kenne dich mal Vivaldi. Autor. So, Hint, was war nochmal der Hint? Gebunden Deutsch 1989. Also der Autor wahrscheinlich. Ich vermute, dass es wieder um Buchausgabe geht und nicht um den Autor. Deutsch 1989 ISBN nochmal. Amazon. So, bei Amazon steht doch immer die ISBN dabei. So. Hast du den. Ach, ich hab's ja auch offen hier gerade. Moment. Ich versuch das Ding mal. 3, 4, 4, 6, 1, 5, 3, 9, 9. Ha! Funktioniert. Ja, welche? 344 344 61 53 950. Ja. Ah. Das sind die letzten Ziffern aus der ISBN 13 von dem Buch, was da in dem Hint angegeben ist. Psychotisch. Das fand ich jetzt einfacher als den Code oben. Ich bleib dabei psychotisch. Aber jetzt habe ich wenigstens meinen neuen Skill. Aha. Okay. Das müssen wir, glaube ich, sonst nichts mehr rausfinden. Ne? Bericht senden. Okay. Was gibt's hier noch irgendwas zu finden? Irgendwas Tolles, Lustiges? Ja, zwei Waschmaschinen hier. Und er wäscht, liebe Kinder, mit Dreamseide. Was auch immer das ist. Kennt ihr die Werbung? Nein. Okay. Du? Nein.
Aber wie man nicht auf den Türcode kommen soll, das ist, bleibt mir ein Rätsel. Yeah. Falls ihr das wisst, wie man da drauf kommen soll, schreibt es mal unten rein. Sheldon Cooper hätte es gewusst. Ja, wahrscheinlich war da irgendwo mal eine Anspielung irgendwie zwischendrin und wir haben es noch nicht mitgekriegt. Weil wir dann mal da durchrushen. Ich meine, dass ich dich mitkriege, okay, aber du? Ja, ich bin da jetzt auch nicht so der Crack drin. Mehr als ich. Bist du auch schon wieder draußen? Nee. Ja, bei mir Ladebalken auf Doom. Zombies! Das schaffst du. Versuch, denk dran, du musst sie nicht töten, du musst nur überleben, bis ich da bin. Oh, das schaffe ich. Du kannst in der Zeit ja noch ein paar einsammeln. Einen habe ich schon kaputt. Wow, oh, okay, Heiler. Healer of Doom. Ich bin als... Ah, guck mal, jetzt wurde aus dem Ding rausgetreten, bist der automatisch auf dich als Heilungsziel gewechselt. Dabei wollte ich mich diesmal heilen. Das ist gut. Ich habe Heilung gebraucht. Hier hinten sind noch mehr Zombies, mach die mal platt. Heilung habe ich gebraucht. Gut, sind doch keine. Du hast dich schön aus meinem Bereich rausgelockt. So, ich habe einen neuen Skill. Und zwar heilende Funken. Der hört sich so bunt an. So. Und die nächsten Skills, die ich mir hole, sind dann hier die Drohnen. Und zwar, welche hatte ich nochmal gesagt? Ich wollte die mit einer Heilung plus Effekt, ne? Ja. Obwohl, vielleicht hole ich mir erstmal die andere Gesundheitsdrohne mit der Kettenheilung, weil da ist nämlich noch ein anderer Heilungsskill in dem Baum drin, den ich auch ganz gerne hätte. Gut. Puh, das war jetzt schon wieder hier ziemlich krass. Oh, hier. Wir haben auch die andere Quest mit diesem von dem Indianer noch nicht, ne? Indianer, der hat auch noch eine Quest? Und dann nicht auch noch so eine Nachforschungsquest? Der Winter. Der Typ beim Vergnügungspark. Ne, der hier auch. Ah, eine Sabotage, ja. Sollen wir die mal machen? Ja, klar, warum nicht? Das schwarze Haus. Oh, das. Stimmt, da waren wir ja schon drinne. Mich erschreckt kaum was. Ich war in Häusern so voll mit Geistern, dass ich nur nach einem Exorzismus scheißen gehen konnte. Aber das verbrannte Haus da, das schwarze Haus, da drinnen habe ich eine scheiß Gänsehaut bekommen. Nicht vor Schreck, das nicht. Aber berührt. Gespenstisch. So ein kalter Ort. Aber das Witzige ist, dass die Einheimischen schuld sind, dass es dort spukt. Sie hatten so viel Angst vor Hexen, dass sie gar nicht überlegten, was Hexerei kann und was nicht. Seit es abgebrannt ist, müssen sie mit Schlimmerem leben als Magie. Im Umkreis von 100 Metern spürt's jeder. Wie Fingernägel auf einer Tafel. Wer das Böse im Menschen sucht, der findet es auch. Irgendwann. Auch wenn es vorher überhaupt nicht da war. Ach, der redet immer so geschwollen, ey. Er hat mir Angst gemacht. Ich muss auch Karl mal wieder herbeirufen. Oh. Ich kann auch mal die Eule. Ja, herbeirufen. Die Eule. Warte, ich mach die Eule. Genau, Helga. Oder wie hieß sie? Yeah. Huti. Huti? Ja, da sitzt sie. Nee, ich finde eher, die sieht aus wie ein Putin. Putin? Ja. Man eine Eule nur Putin nennen. Sie hat den Blick von ihm. Hier, mach sie platt. Ich hab's ganz viele für dich angelockt. Nur für dich. Das weiß ich. Und für Putin. Ja, los, Putin. Los, oberkörperfrei auf den Grizzlybären reiten. Jeder hat eine AK. Gott. Kennt das Bild nicht? So, wir wissen ja, wir kommen frontal nicht in das Haus rein, ne? Den Hintereingang benutzen. So, das Erdgeschoss nach Hinweisen durchsuchen.
Such, da haben wir das doch schon. Zeitungsausschnitt. Oh, das macht Schaden. Das Haus. Aua. Ach, das soll Blut sein an den Wänden. Ich heile uns mal eben. Ich habe jetzt nicht auf den Zeitungsausschnitt geguckt, was da jetzt stand. Ich auch nicht. Ich habe nur gehört, dass du gesagt hast, wir kriegen Schaden. Ja, haben wir ja auch. Also ich habe da nur noch nicht mal. Hier ist Wissen. Wissen. Wir müssen mehr Wissen erlangen. Okay. Um das größte Geheimnis dieser Welt zu erfahren. Du hast Schaden gekriegt. Das ist das größte Geheimnis dieser Welt? Ich bin enttäuscht. Ah, Zeitungsausschnitt. Dieses Wochenende wurde Carrie Killian beerdigt, die sich unter tragischen Umständen das Leben genommen hatte. Niemand nahm Anteil, aber unser Pastor hat alle Einwohner von Kingsmount angehalten, einmal über die Bedeutung von Gemeinschaft nachzudenken. Der Stadtrat hat die Verbrennung und ein privates Grab in der Nähe ihres Hauses großzügig bezahlt. Das Begräbnis fand am Sonntag statt. Mhm. Oh. Hallo? Ich glaube, du stirbst jetzt. Heil mich! Ich kann nicht. Das ist eine Ausrede. Ich kann echt nicht. Du kannst ja auf dem Video gleich gucken. Sie haben keine freie Sicht auf das Ziel. Puh, wa? Ist es bei dir nicht auch weitergegangen? Also jetzt in den Keller nach hinweisen. Und unser Erfolg ist kaputt gegangen, warum auch immer. Hast du jetzt? Ich muss aber auch nochmal da rein. Ich komm diesmal mit. Habe ich es denn eigentlich vernünftig vorgelesen? So. Ja, war okay. Ja, ich dachte mir, die Masochisten unter deinen Zuschauern wollen vielleicht meine Stimme hören. Ich glaube, man darf sich hier von diesem Raum nicht einsperren lassen oder so, ne? Da kam auch Rauch raus, so heißer Dampf. Überall, als ich eingesperrt war. Carries letzter Wille. Mhm. Okay. Das Grab finden, ne? Das hast du ja vorhin vorgelesen, das soll draußen sein, ne? Ich weiß sogar genau, wo das ist. Oh, das wird sogar angezeigt. Das stimmt, ist ja auch keine Forschungsquest. Oh, die mag ich lieber, diese Quests, wo alles angezeigt wird. Bitte kein Raid, bitte kein Raid, bitte kein Raid, bitte kein Raid. Was ist denn ein Raid? Das wirst du sehen und dann wirst du es hassen. Okay. Kommt in der Akademie, ist der Boss in der Akademie sozusagen. Okay. So, ne, ohne. Hey. Das sieht nicht gut aus. Andererseits sieht es ziemlich cool aus, aber es sieht trotzdem nicht gut aus. Los, Koali, drück die Symbole in der richtigen Reihenfolge. Hund will Reska. Frage ist nur, in welcher Reihenfolge, wa? Okay, das schon mal nicht. Ach, das musst du wirklich mit. Okay. Nein. Oh, es tut richtig weh. Aua. Ich mach mal. Gut, dass ich einen Heiler hab. Der erste ist da der hier gewesen. Also lass mich mal. Ja, ich mach mal. Mhm. Okay, warte mal kurz. Wie wird das normalerweise immer gemacht? Ich habe jetzt kein ständig Pentagramme gezeichnet. Beunruhigend. Dahin. Hm. Okay. Ja, ohne benutzen. Ein bisschen Fachwissen besitze ich auch mal. Nicht gerade etwas, worauf man stolz sein kann. Zum Ufer des Misatonic gehen. Nicht gerade die Art von Fachwissen, auf die man stolz sein sollte, aber Fachwissen. Turbo! Nitro! Nein, Turbo. Ist es eine Nitro-Einspritzung? Ja. Bloß auf den. Wir meinen dasselbe. Wir erklären es nur anders. Hier ist noch ein Wendigo, den ich gerade gepult habe. Du hast nicht nur ein Wendigo gepult. Naja, so ein paar Zombies. Ist hier nichts Schlimmes. Nicht falsch verstehen, ist kein Vorwurf.
brauche die Erfahrungspunkte. Außerdem haben die eh keine Chance gegen uns. So, Asche über dem Wasser verstreuen. Tidi. Was haben wir hier gekriegt? Kritischer Trefferwert. Okay. Nice. Ja, und dann war es das auch schon wieder für diese Folge. Schnell vorbeigegangen, wa? Ja. Und die Eule ist unter Wasser. Putin kann alles. Okay. Ja, bis zum nächsten Mal. Euer Koali. Tschüss. Meow, 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 meow